Club und Action heute auf der Gamescom für euch. Hier ist noch Ruhe, wir befinden uns im Vorraum, haben gerade unsere schönen Presseausweise abgeholt. In Zusammenarbeit mit NR News werden wir heute uns für euch ein bisschen umschauen auf der gesamten Messe, was so los ist, was für neue Trends es gibt und werden uns auch von Microsoft die neue Xbox One mal anschauen, sowie die PlayStation 4. Dem Pressesprecher von Sony und da mal eine ganz kurze Frage. Was sind jetzt die Vorteile der PlayStation 4 im Vergleich zur PlayStation 3 oder zu anderen Konsolen? Ja, es hängt eigentlich schon beim Konzept an. Es ist zum ersten Mal eine Konsole von Gamern für Gamer. Also die ist in direkter Zusammenarbeit mit den Entwicklern, aber auch mit den Endkunden entwickelt worden. Wir haben hier die leistungsfähigste Hardware, die man derzeit für Geld kaufen kann. Für relativ wenig Geld, ehrlicherweise. Und wir werden hier Spielewelten sehen, die in der Detailfülle und auch in der transportierten Emotionsfülle so noch nie da war. Jetzt gibt es ja mehrere Diskussionen drüber mit dem Online-Zwang. Online-Zwang generell, Online-Zwang bei Microsoft. Wie ist da die Einstellung von der PlayStation? Es ist ganz einfach, wir haben keinen Online-Zwang in keinster Weise. Man kann online gehen, man kann diese Konsole aber auch komplett offline benutzen. Man verzichtet natürlich auf einige Spielerlebnisse, das ist ganz klar. Es ist was anderes, wenn man zusammenspielt oder wenn man alleine spielt. Aber wir haben keinerlei Authentifizierung, keinerlei DRM, was online überprüft werden muss oder sonst wie. Das ist überhaupt nicht unser Ding. Da haben wir auf unsere Kunden gehört und das war eigentlich nie in Betracht gezogen worden für die Plattform. Ab wann ist denn die PlayStation 4 jetzt käuflich erhältlich? Die ist am 29. November erhältlich für 3,99 in Deutschland. Stand direkt auf der Gamescom 2013. Eigentlich ist das euer Moderator. Jetzt bin ich das, jetzt moderiere ich ihn. Er sitzt nämlich auf einem richtig geilen Stuhl von Need for Speed. Wie fühlst du dich? Sehr gemütlich, sehr komfortabel, macht sehr viel Spaß hier zu sitzen. Könntest am liebsten auch liegen bleiben, würde ich sagen. Ich würde sagen, es ist der Renner für jede LAN-Party. Wenn du müde bist, drehst du dich um und schläfst. Das ist richtig, absolut kein Problem. Und so machen wir das jetzt auch. Ich komme jetzt mit euch mit. Wir holen ihn in 3 Stunden später wieder ab. Bis dann.